Ja, und damit sage ich dann wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Crusader Kings 3. Und wir hatten ja beim letzten Mal ein bisschen einen schwierigen Amtsantritt und deswegen sollten wir uns heute mal darauf konzentrieren, dass wir hier nicht den Überblick verlieren. Und zwar läuft hier gerade noch ein Krieg von dem guten Mann, der denkt, er müsste jetzt hier seine Ansprüche durchsetzen. Und wir haben jetzt hier aber auch aktuell nicht die Zeit, hier alles zu belagern, weil wir müssen uns darum kümmern, dass der hier nicht die Oberhand gewinnt. Das Problem ist, dass er uns rein zahlenmäßig ein bisschen überlegen ist. Und deswegen sollten wir ihm nach Möglichkeit auch nicht allzu viel Luft lassen. Auf jeden Fall hat hier eine neue Nebenlinie sich gebildet. Der Krasomil kann uns Lösegeld einbringen. Das ist doch schon mal sehr gut. Dann kriegen wir hier schon mal wieder Gold. Dann haben wir unseren Erzbischof beeinflusst. Das ist auch gut. Und dann werden wir uns hier mal weiter um andere Menschlein aus unserem Rat kümmern, die nicht so wirklich wohlgesonnen sind. Und wir sollten jetzt hergehen. Und mal schauen, dass wir hier diesen Krieg zügig beenden. Deswegen werden wir vielleicht auch einmal gerade mal kurz gucken, ob wir noch was Unverheiratetes... Hallo? Also, habe ich gesagt. Das sind Gäste, Gertrude, Eber, zack. Irgendwie unverheiratet. Na schau her, das ist doch genau sowas, was wir brauchen. Da können wir dann vielleicht eine matrilineare Heirat einfädeln. Die gutste ist 30. Da muss jetzt aber durch. Wir brauchen noch den ein oder anderen tüchtigen Ritter. Und deswegen schrecken wir da jetzt mal nicht davor zurück, vielleicht den ein oder anderen Exoten zu uns an den Hof zu holen. Die Frage ist, ob sich das dann jetzt auch direkt schon auf unsere Ritterschaft auswirkt. Ja, das schaut gut aus. Und dann sollte man aber vielleicht hergehen. Die gleich schon mal unterwegs abfangen und vielleicht können wir... Na, die ist zu jung. Unverheiratet. Sehr schön, da haben wir noch eine. Wenn wir da jetzt auch noch... einen vernünftigen Ehemann an Land ziehen. Ach, ist ja perfekt, der hat da 24.
Ja, das schicken wir auch gleich ab. Und dann können wir ja da vielleicht tatsächlich so ein bisschen Start machen. Ganz so schlecht sind unsere Ritter ja dann doch nicht. Jetzt hofft man nur, dass nicht gleich wieder einer erschlagen wird. Keinen Tag zu früh. Das ist doch schon mal sehr schön. Unser Rivale ist verstorben. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Und wir haben wieder eine Schlacht gewonnen, was uns ein Stück weit voranbringt in unserem Krieg. Und jetzt nutzen wir einfach die Gunst der Stunde. Oder müssen wir gleich mal schauen. Die war nämlich auch unsere Hofärztin. Jetzt nutzen wir doch gleich mal die Gunst der Stunde und belagern hier so ein bisschen rum. Ihr bekommt alle Ressourcen, die ihr benötigt. Das würde uns... Ja, okay, dann sind wir halt hier übers Ohr gehauen worden. Wir haben allerdings ein weitaus wichtigeres Problem. Wir sollten jetzt hier mal gucken. Einen vernünftigen Hofarzt zu finden. Mit 12 steht die gar nicht so schlecht da. Ich schalte das im Sicherheitshalber nochmal durch. Jetzt in mein Schwager. Schau an, schau an. Der Schwager. Dem könnte man doch den Hofarzt unterbreiten. Da kann der Gute noch was lernen. So, der belagert jetzt hier fröhlich rum. Wir haben 23. Ja, das ist schlecht, da werden wir wahrscheinlich abstinken. Was uns dann wieder zurückwerfen wird. 100. Wir haben fast die Hälfte. Nicht. Na, schau her, das war doch genau der richtige Mann. Meine Gemahlin beschwert sich wieder einmal darüber, dass hier jemand bei Hofe nicht den gebührenden Respekt zeigt. Diesmal ist offenbar Philomena das auslösende Moment ihres Grolls. Gut, ich kümmere mich drum. Ich habe es ja beim letzten Mal schon nicht sofort glücklich gemacht. Deswegen tun wir dies jetzt mal gleich. Und ich hoffe, dass wir jetzt hier schnell genug mit der Belagerung voranschreiten. Heidi, weil ich möchte jetzt hier nicht abbrechen. Ich hoffe einfach, dass wir es dennoch noch auf die Reihe kriegen. Rechtzeitig vor Ort zu sein. So, jetzt können wir hier noch einen Vorzug freischalten. Und da werden wir auf jeden Fall die Meritokratie will. Habe ich überhaupt einen Lehnsherrn? Dumm, hätte ich eigentlich vorher schauen sollen. Vielleicht bringt mir das ja gar nichts. Gut, jetzt ist es eh zu spät. Werde ich aber gleich mal überprüfen. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir die Belagerung siegreich überstehen. So, das kontrollieren wir. Dann sind wir bei 88%. 30, das ist auch gut. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die hier überreden können, dass sie das sein lassen.
Das geht so nicht, Freunde. Genau, es könnte passieren, dass wir das nicht mehr rechtzeitig schaffen. Was uns vermutlich dann wieder ein Stückchen zurückwerfen wird in Sachen Kriegsführung. Ah, sie ziehen zum Glück rechtzeitig Leine. Dann schauen wir mal, ob wir die abfangen können. Die Schwerter sind schon mal gezückt. Und wenn wir hier vielleicht dann noch so einen kleinen Sieg einheimsen, da wäre ich jetzt auch nicht wirklich böse. Das könnte uns nämlich den benötigten Vorteil verschaffen, um den Krieg für uns zu entscheiden. Anne ist immer im Kerker verschwunden. Das ist doch gerade schon wieder. Es läuft ja wie von selber. Die Rivalen sterben weg. Mein Ruhm ist weithin bekannt. Die Schlachten sind gewonnen. Das läuft ja schon fast zu gut. So, jetzt können wir hier die Forderungen erzwingen. Ja, Horoslav verliert seinen Anspruch. Und damit kann er sich dann wieder nach Hause verpieseln. Und wir stehen jetzt hoffentlich soweit gut da, dass wir uns um unsere eigenen Belange kümmern können. Wir werden da jetzt erstmal unsere Armee auflösen, auf dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen mögen. In nächster Zeit. Jetzt sollte ich mich aber gerade mal noch darum kümmern. So, da sind wir überall nur Zweiter, da sind wir auch überall nicht gut. Die Gisela braucht wieder einen Vormund. Jetzt würde ich diesmal allerdings tatsächlich gerne jemanden nehmen. Das ist doch perfekt. Das dürfte ein guter Vormund für unser Kindlein sein. Und den machen wir mal weg. Theoretisch würde ich gerne auch noch eine Grafschaft erobern. Allerdings weiß ich gerade akut nicht, Leibach, Passau, oh ne, das ist schon in unserem Besitz, Rotenburg und Augsburg. Okay, Augsburg gehört jetzt in dem Falle nicht zu uns. Da ist der Gerold. Gegebenenfalls sollten wir Herzog Gerold von Anspruch von uns. Er ist uns unterlegen. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Option. Allerdings werden wir da jetzt erst einmal hergehen und schauen, wann der Spaß soweit ist, dass unsere Truppen sich wieder einigermaßen erholt haben. Und dann würde ich doch vorschlagen, dass wir uns Augsburg noch einverleiben, sofern in der Zwischenzeit nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und wir genießen einfach in der Zwischenzeit ein bisschen den Frieden, der aktuell herrscht. Wer weiß, wie lange das anhält.
Und da wir ja eh schon ein gutes Stück fortgeschritten sind mit der Zeit, in dieser Folge denke ich, dass wir dann in der nächsten uns Gedanken machen können, wie wir gegen und in Augsburg vorgehen. Ich schaue jetzt mal gerade mal, wie es hier mit den Fraktionen ausschaut. Das ist soweit alles gut. Die sind zu schwach. Oh, Festmahl ist immer gut. Jetzt schauen wir hier mal gerade, ob wir Einladenanspruchsteller. Okay. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Und dann wollte ich hier eigentlich schauen, wir haben jetzt hier gar keinen übergeordneten Lehnsherrn oder ähnliches. Mit anderen Worten, wir haben aktuell den höchsten Titel, den es zu holen gibt. Was können wir denn jetzt hier noch so machen? Was würde das denn bedeuten? Eines der erhält Dynastie der vielen. Mindestens 10 Mitglieder erfüllen, unabhängiger Herrscher. Reich Königreich. Gut, das wäre natürlich tippitoppi, wenn das gehen würde, aber dann könnten wir ein Großreich erschaffen. Da sind wir aber auch noch weit davon entfernt. Und da sind wir auch noch sehr weit davon entfernt. Und was ist das? Okay, das ist auch alles aktuell irgendwie nicht so in. Okay, das wäre wiederum interessant. Gültige Ansprüche fremder Länder. Zum Glück tausche militärische Unterstützung. Würden die Vasallen werden und das Reich vergrößern. Da sollten wir uns tatsächlich drüber Gedanken machen. Das könnte uns einen Schritt voranbringen. Da müssen wir mal in aller Ruhe drüber nachdenken. Aber erstmal gehen wir zum Festmahl bei Graf Hartneid. Er begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir eingeladen wurden, und wir hoffen jetzt erstmal, dass sich das lohnt, dass wir die Strapazen der langen Reise auf uns genommen haben, und sind mal gespannt, was uns da so erwartet. Als ich sehe, wie sich die Augen von Graf Hartneid bei meinen Worten weiten, wird mir klar, was ich da gerade zugegeben habe. Ich schiebe mühsam meinen Krug vor mir. Ich hatte zu viel zu trinken. Mühsam versuche ich, mich aufzurichten. Glaub mir kein Wort. Oh, der Graf Hartneid weiß, dass ich ein Perverser bin. Damit weiß er schon mehr wie ich. Das ging bis jetzt komplett an mir vorüber. Bin ich ein Perverser? Wo steht denn das? Was habe ich getan? Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Graf Hartnett ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge, und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Wahrscheinlich ist er auch pervers. Egal, wir gewinnen jedenfalls 15 Meinungen und dackeln dann gemütlich wieder nach Hause. Und ich würde sagen, wir nutzen diese Gelegenheit, ein abgeschlossenes Festmahl als Ende dieser Folge. Wir haben den 1. Juni 970 AD, und beim nächsten Mal schauen wir dann mal, dass sich Augsburg zu uns gesellt. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, mach's gut und
Ciao, ciao.